Special Danke fürs Reinwatchen, ihr Pinguin-Liebhaber. In diesem Video sprechen wir über das Einbinden von Festplatten in Linux und wie wir sie ab Systemstart automatisch einbinden können mit den nötigen Rechten, damit wir sie auch beschreiben können. Über Unterstützung deinerseits würde ich mich freuen, indem du ein kostenloses Abo dalässt oder diese Video generell likest und anschaust. Im Grunde wollen wir erreichen, dass wir hier in unserem persönlichen Ordner diese Festplatte, die noch nicht eingebunden ist und keinerlei Rechte besitzt, dass wir den hier angezeigt bekommen als Ordner, der direkt auf diese Festplatte zugreift mit den nötigen Rechten. Damit wir das erstmal machen können, benötigen wir erstmal ein Programm, das nennt sich Laufwerke oder auch Disk, je nachdem welche Version von Linux ihr denn so nutzt. Damit wir das überhaupt erstmal haben, weil in den meisten Fällen ist das nicht installiert, müssen wir ein Terminal öffnen und sudo apt-get install gnome disk utility. Das installieren wir, unser Passwort eingeben, warten kurz eine Runde und können auch das Terminal an dieser Stelle wieder schließen. Dann tippen wir hier einmal Laufwerke ein. Und das ist dann das Programm, womit wir jetzt gleich weiterarbeiten. Dieses Programm ist meiner Meinung nach ganz nützlich, da wir verschiedene Informationen bekommen, auch hier unsere Partitionen formatieren können, ohne viel mit dem Terminal rumzuhantieren. Ihr seht natürlich, dass ich hier in einer virtuellen Maschine unterwegs bin, aber es tut nichts zur Sache, das Prinzip ist immer das gleiche. Was wir brauchen, ist tatsächlich diese ID. Ich möchte nämlich diese Festplatte, sprich diese, die nutzlos heißt, möchte ich als ID nachher später in die FSTEP-Tabelle einbinden. Falls hier noch nichts stehen sollte und hier alles undefiniert ist, dann könnt ihr das Ganze auch formatieren, falls ihr eine neue Festplatte eingefügt habt. Und dann würde eine automatische ID vergeben werden. Wir kopieren uns diese und können dann tatsächlich hier Laufwerk auch schon wieder schließen. Um die ID, die wir vorhin gerade aus dem Programm rauskopiert haben, eintragen zu können, müssen wir hier einmal in unserem Terminal den Befehl sudo nano etc fstep eintippen. Nano ist in dem Fall ein Textbearbeitungsprogramm, was auf unserem Terminal basiert, weil das ist relativ neutral und funktioniert auf jeder Linux-Distro. So, dann sind wir einmal drinne. Hier sehen wir schon zwei Festplatten, die eingetragen wurden, oder genauer drei. Wir würden darunter jetzt UUID eingeben, gleich unsere ID, die wir kopiert haben. Dann drücken wir einmal die Tabulatur-Taste. Müssen wir den Mount Point bestimmen? In meinem Fall ist das jetzt dieser. Das ist nämlich mein persönliches Verzeichnis. Und hier würde ich denn, ich sage jetzt einfach mal, ich nenne das Ganze jetzt einfach mal nutzlos, so wie meine Festplatte auch heißt. Wenn wir damit durch sind, drücken wir nochmal die Tabulatur-Taste und geben denn unser Dateisystem ein. In meinem Fall ist das NTFS. Nochmal die Tabulatur-Taste Defaults. Ich gehe gleich darauf ein, was das Ganze heißt. Tabulatur-Taste 0, Tabulatur-Taste 0. Ich habe hier mal kurz was vorbereitet und den Internet Explorer, den Firefox geöffnet. Was haben wir jetzt gemacht? Den Mount Point, der Einhängepunkt unserer Festplatte, den Typ, das ist unser Dateisystem, womit wir das Ganze denn formatiert haben, die Festplatte. Unter Options habe ich Defaults reingeschrieben, weil das eine Reihe von Aktionen beinhaltet, die ich hier kurz mal markiert habe. Das Wichtigste wäre Lesen, Schreiben, Ausführen. Das ist eigentlich die gängigste Variante, die man dann halt hier so einträgt. 0 habe ich eingetragen, damit ich kein Backup von meiner Festplatte mache. Und die andere 0 dahinter gibt an, dass ich mein Dateisystem beim Systemstart nicht kontrollieren lasse. Würde ich dann eine 1 reinschreiben,
oder eine 2 würde das dementsprechend tun. Das brauchen wir nicht. Wir geben lediglich jetzt nochmal Steuerung O für Speichern, Enter und Steuerung X für Rausgehen. Und somit sind wir eigentlich auch schon fertig. Unsere Änderungen werden erst nach dem Neustart sichtbar. Und zwar würde jetzt hier eine Festplatte auftauchen oder ein Ordner mit einem Festplattensymbol, welches heißt nutzlos. So, wir haben den Computer neu gestartet und sind wieder zurück. Und ich sehe schon, dass das leicht transparente nicht mehr transparent ist und dementsprechend meine Festplatte eingebunden wurde. Im persönlichen Ordner sehen wir zwar nicht das Festplattensymbol, das liegt ein bisschen an den Symbolen, die die Linux-Distribution jetzt gerade hier hat, aber wir sehen unseren Ordner nutzlos. Wenn wir dort raufgehen, dann haben wir unsere Festplatte, wir können sie beschreiben und können damit jetzt quasi arbeiten. Wir sehen auch jetzt hier oben, dass die Festplatte auch so eingebunden ist. Von daher, das hat gut funktioniert. Und so könnt ihr das theoretisch mit jeder x-beliebigen Festplatte machen. Aber ein Wort der Warnung möchte ich nochmal aussprechen, wenn ihr das Ganze vorhabt, mit NTFS-Festplatten zu machen. Es kann durchaus sein, dass diese Festplatte, wenn ihr sie gemeinsam mit Windows nutzt, durch den Schnellstart von Windows blockiert wird für Linux. Dann könnt ihr zwar darauf zugreifen, aber könnt denn hier keine Ordner anlegen, weil ihr einfach nicht die Schreibrechte habt. Das möchte ich nochmal sagen, wenn ihr kein Windows gemeinsam mit Linux nutzen wollt, dann würde ich euch vorschlagen, dann bleibt ihr bei ext4, weil das ist nämlich das Dateisystem, was mit Linux am besten funktioniert. Und dann könnt ihr nämlich über Befehle nämlich durchaus wieder Schreibrechte erlangen, falls ihr mal das System neu aufsetzt, und das ist eigentlich im Grunde kein Problem. Dennoch möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen, wie ihr, falls ihr die Festplatte nicht frisch formatiert habt, so wie ich, sondern sie bestehend einbindet, möchte ich euch mal zeigen, wie ihr Schreibrechte für eure Festplatte bekommt. Um Lese- und Schreibberechtigung auf unserer eben eingebundenen Festplatte zu bekommen, müssen wir ein Terminal aufmachen. Wir können den Pfad von unserer Festplatte hier oben heraus kopieren. Geben denn ein sudo schmod a plus rw Leerzeichen den Pfad, den wir vorhin kopiert haben, geben denn unser sudo Passwort ein und somit haben wir Lese- und Schreibberechtigung für unsere eben erzeugte Festplatte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und auch das kostenlose Abonnieren meines Kanals würde mich sehr freuen. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Linux Hunter.